hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Niemand geht. Die Stürme. Sie gehören zu der Macht der Sonnenkönigin. Sie verhindert, dass wir wegkommen. Im Kloster gibt es eine Ritualkammer. Wenn die Sturmwache sie beschützt, dann muss die Lösung, wie man die Stürme stoppt, dort drin sein. Ein versteckter Flusszugang. Das Boot. Damit kommen wir zwar nicht weg von hier, aber es kann uns zur Ritualkammer bringen. Jonah! Reyes! Verdammt! Ich hätte mit ihnen gehen sollen. Taktische Pistole, neue Ausrüstung erhalten. Ja, das wird Reyes sicherlich gefallen, dass wir das Boot benutzen wollen, um landinwärts zu fahren, oder? Okay, cool. Wir haben jetzt eine richtige Lara Croft Pistole und ein Buch. Lara, es tut mir leid. Ich habe dich in diese Lage gebracht. Ich hatte deinem Vater was versprochen, als ich ihn zum letzten Mal lebend sah. Dass ich dich aus Schwierigkeiten raushalten würde. Und was mache ich? Ich bringe dich mitten rein. Und jetzt kümmerst du dich um mich. Weißt du, du bist genau wie dein Vater. Er war klüger, weiser und stärker als alle anderen, die ich kenne. Und er gab nie auf, wie schwierig es auch wurde. Ich mache mir Sorgen um dich. Aber ich weiß, wenn jemand diesen Ort überleben kann, dann Lara Croft. Was auch passiert. Du sollst wissen, dass ich dich geliebt habe wie die Tochter, die ich nie hatte. Ich bin stolz auf dich. Roth, ich kann nicht glauben, dass du nicht mehr da bist. Danke für alles, was du mir beigebracht hast. Du warst der Vater, den ich gebraucht habe. Oh Mann. Insel wegbringt. Zumindest noch nicht. Ich weiß, dass die Antwort etwas mit Himiko und diesem Kloster zu tun hat. Ich muss etwas unternehmen. Ich muss dem ein Ende bereiten. Starke Worte. 7 von 10 Tagebücher-Set aktualisiert. Ja, aber glaubt mir, so schnell ist hier noch nicht Schluss im Schacht. Schicht im Schacht. Ich sag es jedes Mal falsch. Und hier war auch irgendwas. Irgendeine Herausforderung. Ich weiß nicht mehr welche. Mein Vater hatte einen ähnlichen in seiner Sammlung, der aus dem Jahr 854 vor Christus stammte. Vor Christus? Eieiei. Okay. Genau, Pilze sammeln war das, ne? Why ever? Fragt mich nicht. Hier ist der abgestürzte Helikopter. Wir sind ein Hobbit und essen gerne Pilze. Pilze, Pilze, Pilze. Ruhig, Lara. Oh, Scheiße. Sie könnten überall sein. Ist das sicher, dass Sie hier sind? Ich sollte einfach auf einen Baum. Jetzt geht das schon wieder los.
Ach man, die blöden Pilze. Ah, diese kleinen Sammelgegenstände sind ein bisschen nervig, ne? Die Reliquien bin ich noch voll mit dem Boot, aber so kleine Sachen wie jetzt die Pilze oder diese blöden Windspiele da, mein Gott, sind echt schwierig zu finden. Okay. Ja, ich bin gerade ein bisschen konzentriert, ne? Nicht wundern. Ich brauche Hilfe! Ja, alles klar. Schulterwechsel, drücken Sie L3, toll. Der Pilzfortschritt wird gespeichert. Supi. Komme ich denn da hoch? Logo. Hier zwei Geocaches in der Ecke, das ist ja interessant, Bergwald. Nicht nach hinten springen, was soll das denn? Thank you.
Ja, das haben wir jetzt relativ gut gemacht eigentlich, oder? Haben wir die Ecke gut ausgenutzt auf jeden Fall. Und Bergungsgut, das tut mir gut. Dann Grab oder was? Ach, so kommt man da regulär rüber. Na gut. Aber keine Pilze, ne? Fähigkeitspunkt. Besondere Belohnungen finden. Sammelobjekte sind auf der Karte sichtbar und leuchtende Mauern auf der Karte sichtbar. Hör auf. Sehr schön, aber nicht sowas wie Pilze. Irgendwie doof, oder? Diese ganzen kleinen Sammelsachen. Oh Mann. Okay, das Buch nehmen wir aber auf jeden Fall mit. Ist ja geschenkt sozusagen. Krieger der Sturmwache. Wir stehen heute am Beginn einer großen Veränderung. Die Flotte des Feindes, die auf unsere Küste zusteuert, wird die letzte sein, die je versucht, unser geliebtes Yamatai einzunehmen. Der Zorn unserer großen Sonnenkönigin wird einen gewaltigen Sturm herbeirufen und wir werden auf den Winden reiten und den Feind vernichten. Aber wir werden nach dem Sieg nicht aufhören. Mit einem neuen Tag wird das Licht unserer Königin sich über die Ozeane erstrecken und alle Länder erleuchten. Und während wir aus Yamatai in der Wärme ihres Glanzes baden, werden unsere Gegner brennen. Eine Aufzeichnung der Rede des Generals am Vorabend einer großen Schlacht. Wenn die Yamatai Eroberer waren... Was hat sie dann aufgehalten? Ja, wahrscheinlich eine riesige Sinnflut, oder? Die Fische da oben. Mit Physik, ekelhaft. Ich mag keinen Fisch, müsst ihr wissen. Ich mag gar keinen Fisch. Fisch ist so für mich das, was ich am abstoßendsten finde. Übrigens könnten wir eigentlich... Von hinten auch noch, das kann doch nicht sein. Von hinten auch noch, der hat uns geschossen ins Bein. Wir machen mal kurz das hier, machen mal kurz das hier und machen mal ganz, machen mal kurz das hier. Ja. Denn wir haben hier doch immer noch das Grab. Das Grab vom ersten Gebiet. Das werde ich jetzt machen, bevor ich es vergesse und gar nicht mehr mache. Ja, das verschiebt sich immer weiter nach hinten. Ich wollte das schon seit Ewigkeiten machen, jetzt machen wir es endlich. Weil ich glaube, die Wand da müssen wir mit dem Granatenwerfer wegsprengen. Ich
Eine Fliege hier drin, ist ja furchtbar. Und das ist auch der Grund, warum ich da gar nicht mehr hingegangen bin. Ich bin mir jetzt sicher gewesen, wir brauchen den Granatenwerfer und da habe ich gedacht, komm, mit Schrotflinte versuchst du es gar nicht erst. Da kommst du nachher nur doch wieder nicht rein. Ich denke mal, das hier ist eine versteckte Ladezeit, oder? Runny, run, run. So, und dann hatten wir das Problem, dass wir... Das können wir jetzt wahrscheinlich auch ganz anders lösen inzwischen, oder? Ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich mich auch vertan. Das geht ganz anders. Keine Ahnung. Ich brauche was Stabileres. Und da kommen wir ja nur so durch, oder? Okay, sieht mir eher wie eine Bonushöhle aus, oder? Eine sehr gruselige Bonushöhle. Moment. Really? Ja, okay, wir hätten das direkt lösen können. Es war meine Schuld. Aha. Na gut, dann gibt's das eben jetzt als Nachlage, obwohl wir es hätten früher machen können. Was jetzt? Wie was jetzt? Jetzt klettern wir da hoch. Hier rum und dann da hinten drauf, oder? Dann rüber und dann so, dann hier. Ich meine natürlich erst hier. Ah, das wird ja was. Hier rüber? Nee. Okay, dann vielleicht hier. Das irritiert mich jetzt aber. Ach so. Das war's.
Ist aber sehr kompliziert hier. Ach so. Entschuldigung, mit dem kleinen Schritt hätte ich nicht gerechnet. Aber Glück gehabt, dass das Flügelding hier so stehen geblieben ist. Na gut. Grab durchsucht. Grab des Abenteurers beendet. Und nicht mal ein Waffenteil bekommen. Das ist ja traurig. Gut, aber wie gesagt, es war jetzt nur nachgeliefert, weil ich das damals vergessen habe. Weil ich das vergessen habe. Da. Weil ich das vergessen habe. Vergessen habe. Na gut, übrigens wird das oben noch ein riesiger Spaß sein im Wald. Da kommt noch so viel. Das ist nur Wahnsinn. Ihr könnt jetzt gerne noch einmal ein Rundchen hier drehen und diese blöden Dinger suchen, aber ganz ehrlich. Ist ja einfach nur unglaublich anstrengend, weil dieser komische Abenteurer-Modus halt auch nur so kurz bleibt hier. Ich kann nichts machen. Okay. Teleport, schnelle Reise. Bergwald. Reliquien fehlt, Dokument fehlt. Eieieiei. Ja. Also wie gesagt, das müssen wir uns halt überlegen. Oder ich spiele das alleine und sammle die ganzen Sachen. Das ist halt die Frage. Ich weiß es nicht. So Sachen wie Reliquien wären ja eigentlich schon cool. Aber so Sachen wie Geocaches. Ja, eher nicht, oder? Muss ja nicht sein. Ach, zurück. Grab gelöst. Ich fühle mich direkt viel besser. Tut mir echt leid, aber wir wollten es nicht anders. Was soll ich machen? Was soll ich denn machen? Sehr ekelhaft, das habe ich gerade schon gewundert, warum die Wölfe auf die hören. Arme Tiere. Ach, er dreht sich wieder zurück. Ach, Laura, du bist eine Nase. Das war doof. Das war knapp und doof. Da. Perfekt. Ah, sieht so gruselig aus. Immer noch. Okay, und es geht wieder runter. Hätten wir nicht mitgehen können, ich wette, die anderen
haben einen übelst schönen Weg gefunden, nicht an tausend Gegnern vorbei. Und wir sind wieder die Idioten, die hier den übelst komplizierten Weg durch Wälder voll böse, durch dunkle Höhlen, an Wölfen vorbei. Und die sind wahrscheinlich ganz entspannt einfach nur so einen kleinen Berghang lang gegangen. Mit schönem Ausblick auf die Sonne, ohne Fledermäuse oder sowas. Einfach ganz entspannt. Hier werde ich nicht mal für belohnt, hier hingegangen zu sein. Das ist aber garstig. Garstige kleine Hobbitze. Die Barackenstadt, ja gut, aber eher die Reste davon, oder? Und da sollen jetzt irgendwo 10 Pilze sein. Ach, nehme ich doch nicht auf den Arm. Bist du da, Lara? Alex, ich habe die ganze Zeit versucht, euch zu erreichen. Wir sind jetzt am Strand. Das Boot hat's übel erwischt. Ohne das richtige Werkzeug dürften wir es wohl kaum zum Laufen kriegen. Wir könnten hier unten deine Hilfe brauchen. Fangt schon mal an. Ich bin unterwegs. Pass bloß auf dich auf. Ich sag's mal nett, ja? Hier ist alles im Arsch. Alles brennt und ist zerstört und ist kaputt und brennt und... Die Brücke ist hin. Und nicht schlecht. Okay, wir müssen da links runter jetzt. Okay. Machen wir auch. Ja, ihr seht, die Stadt ist natürlich noch da. Wir könnten auch noch alles sammeln, aber es brennt und lodert. Und vor allen Dingen oben der Palast ist komplett zerstört. Ob Himiko das wollte? Ich glaube eher weniger. Und, hepp! Aktuelle Position, Transportgondel. Und wenn die das wirklich selber gebaut haben, die... Lara, bist du da? Alex, Respekt. Du bist unterwegs nach unten. Ich bin gleich da. Ich muss dir was erzählen. Worum geht's? Was auch immer die Stürme verursacht und uns auf der Insel festhält. Es ist in dem Kloster. Bist du sicher? Ja, Sam. Du musst das erstmal für dich behalten. Ich helfe Reyes, das Boot zu reparieren. Aber dann gehe ich landeinwärts. Lara, ich weiß nicht so recht. Vertrau mir einfach, Sam. Okay, sei vorsichtig. Oh Mann. Ganz schön nebelig, oder? Oh nein. Ich erinnere mich! Nein. Seht ihr da das hängende Ding? Das hängende Boot? Ja, ja. Oh nein. Wow! Eieiei, dass Laura sich nicht wundert. Da hängt einfach so ein ultra fettes Boot. Wer hat das da hochgehoben, Mensch? Oder ist da Wasser? Ja, okay, da ist Wasser drunter. Aber trotzdem, sehr, sehr krass. Es ist zu ruhig. Du sagst es. Es sieht aber einfach cool aus, oder? Die ganze Spielwelt ist so schön gemacht. Uah. Come on.
getötet. Muss sterben. Wir haben ein Problem. Okay, danke schön. Ja, klar. Mann! Es ist so verrückt, oder? Es ist einfach so verrückt. Ich liebe diese Rutschpartien. Wisst ihr, woran ich direkt denken muss? Harry Potter und der Gefangene von Azkaban für den PC. Und da der Glasius-Zauber, wenn man mit Harry in Anhaltung von Professor Lupin auch so rutschen kann. Total cool. Ja, hatten die sowieso, Laura. Frag dich doch gar nicht. Ja, das ist doch klar. Die haben immer die einfachsten Wege, die anderen. Als wäre Jonah... Naja. Glaube ich nicht. Und Reyes auch nicht. Hier ist wahrscheinlich nur direkt das erste Rätsel, oder? Man das? Von hier darüber und dann darüber? Das ist ja äußerst doof. Okay. Na. Ja, okay. Das ist übrigens das letzte Gebiet hier, dieser Küstenfriedhof, beziehungsweise ich meine, das wäre das letzte wirklich große Gebiet. Ist aber ja wirklich kacke, ne? Entweder sind die zu weit auseinander oder zu nah aneinander dran. Dankeschön. Ich weiß nicht, was hier warten wird, aber... Hügelgräber. Wir plündern Hügelgräber. Das ist ja ehrenvoll. 1 von 5. Okay. Ja, ihr seht schon, das ist der Strand und hier ist wirklich alles. Von Yachten über alten Segelschiffen bis hin zu Kriegsschiffen und was weiß ich nicht was. Einfach nur unglaublich beeindruckend. Und dass es hier viel zu entdecken gibt, könnt ihr euch vorstellen.
Sehr viel. Zum Beispiel ein weiteres Hügelgrab. Zwei von drei Teile gefunden, Gewehr. Ja, da vorne sehen wir schon die Überlebenden bei der Hütte. Da gehen wir auch sofort hin, aber erstmal hier noch. Und dann war hier oben drauf auch noch was. Oder? Guck mal hier. Und ein Hügelgrab. Schon Nummer 3 von 5. Und ich meine, da kommen wir noch nicht rein. Ne? Da brauchen wir einen neuen Gegenstand für. Ihr seht das, Geheimnis in der Nähe, das Grab. Das ist aber mit so Metalldingern verstärkt. Nicht nur Holz, sondern mit Metall. Genau. Dafür brauchen wir noch einen Gegenstand. Und ich glaube, der Gegenstand ist auch der letzte Wegfreimacher-Gegenstand. Mann, sieht das gut aus, oder? Oder Container da alles. Ja, Roth tot ist halt im Nachhinein natürlich für Rice nochmal ganz andere Bedeutungen. Weil es ja der Vater ihrer Tochter war im Nachhinein. Na gut, da ist ein Krebs und er versucht immer verzweifelt den Motor zu starten. Das hört sich ja lustig an. Wo ist das denn? Das sieht wie ein Rückweg aus, aber wofür ist das Boot? Kleine Kiste da oben, lohnt sich doch gar nicht, oder? Oder will man die so unbedingt haben? Ich weiß es nicht. In der Schrotflinte, das ist irgendwie zu grausam. Okay, wir gehen nochmal zum Lager der Überlebenden. Von da oben kommen wir. Und schauen wir, wie es hier so aussieht. Da ist noch ein Aufzug. Ja, hier wartet noch einiges auf uns. Beziehungsweise wir machen es so, wir setzen uns hier mal hin. Magazinschacht, leichter einzulegen, Nachladezeit wird verringert, perfekt. Und einen optionalen Schalldämpfer. Wie sieht das denn aus? Schalldämpfer, okay, cool. Gut, beim nächsten Mal machen wir hier weiter und werden, ja, mit den Überlebenden reden und versuchen, irgendwie uns einen Weg zu suchen. Beziehungsweise wir werden einen Weg finden, hoffentlich, um das Boot zu reparieren. Welches Boot genau werdet ihr auch dann beim nächsten Mal sehen. Ihr seht, hier sind auf jeden Fall viele Schiffswracks. Und da sind sicherlich genug Ersatzteile, oder? Ich hoffe es einfach mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Tomb Raider 2013.